ein gemütliches Feuer im Ofen, Tierhaltung in der Landwirtschaft, Straßenverkehr. Das alles hat eines gemeinsam. Es entstehen große Mengen Feinstaub und der macht krank. Wenn wir Ultrafeinstaubpartikel inhalieren, wird der Prozess der Atherosklerose, also der Gefäßverkalkung, getriggert und insgesamt das Entstehen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich beschleunigt. Unser Hauptziel ist es, zu vermitteln, dass es neue Erkenntnisse und Anwendungsmöglichkeiten gibt, mit deren Hilfe wir unser Leben, unsere Gesundheit und Wohlbefinden weitgehend in die eigenen Hände nehmen können. Wir erzielen Resultate, die noch nie zuvor möglich waren. Alles im Universum ist Schwingung. Verändert Schwingung unsere Umwelt und unseren Energieverbrauch? Wir atmen jeden Tag etwa 20.000 Mal. Dabei strömen rund 10.000 Liter Luft durch unsere Lungen. Partikel kleiner als 10 Mikrometer Durchmesser, also PM10, gelangen in die Nasenhöhle und Luftröhre. Sind es nur wenige Partikel, können wir sie abhusten. Bei hoher Belastung sind die Reinigungssysteme aber überfordert. Die Atemwege schwellen an. Noch kleinere Teilchen, PM2,5, dringen bis in die Lungenbläschen vor und können in den Bronchien Entzündungen auslösen. Die Folge? Asthma, Lungenentzündungen oder Bronchitis. Die chronischen Entzündungen, die hierdurch verursacht werden, können dann zu einer Bindegewebsvermehrung, zu einer Fibrose innerhalb der Lunge führen. Dann geht die Elastizität der Lunge runter. Für den Patienten bedeutet das Luftnot, Lufthunger und das ist nicht heilbar. Ultrafeinstaub dringt sogar bis ins Blut vor. Durch die Abwehrreaktion des Körpers verstopfen die Adern. Die Folge? Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Rein statistisch gesehen verlieren wir 10 Monate unseres Lebens durch die schlechte Luft. Erstaunlicherweise entsteht ein großer Teil des Feinstaubs auf dem Land durch Ammoniakausscheidungen der Tiere und Stickoxiden in der Luft. Die Abgase des Straßenverkehrs sind problematisch, weil sie direkt da entstehen, wo viele Menschen leben. An stark befahrenen Straßen ist die Luft besonders dick. Thomas Münzel ist Spezialist für Herz- und Gefäßerkrankungen. Feinstaub ist ein unterschätzter Risikofaktor. Wenn wir den Feinstaub im Sitz, der im Gefäß, und es ist absolut unklar, ob wir nochmal eine Chance haben, diesen Ultrafeinstaub aus dem Gefäß wieder herauszubekommen. Mit der Atemluft gelangen Staubteilchen in den Körper. Größere Teilchen kommen aber nicht weit. In den Atemwegen fangen kleine Härchen sowie Schleim die Eindringlinge ab und befördern sie wieder raus. Doch kleinere Staubpartikel gelangen bis tief in die Lunge. Zu viel Staub führt hier zu Entzündungen, vermehrtem Schleim und verengten Atemwegen. Eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die COPD. Aber nicht nur Lungenerkrankungen, auch Schlaganfälle und Herzinfarkte gibt es in feinstaubbelasteten Gebieten häufiger. Denn ultrafeine Staubpartikel bleiben nicht in der Lunge, sie treten in die Blutbahn über. So gelangen sie in den gesamten Organismus mit dramatischen Auswirkungen. Diese Auswirkungen hat eine internationale Forschergruppe jetzt ganz neu berechnet, mit genaueren Messdaten aus noch mehr Ländern. Vor allem bei den Herzkrankheiten sind die Zahlen dramatisch hochgegangen. Also es ist so, dass pro Jahr 18 Millionen Menschen auf der Erde an solchen Krankheiten sterben und vielleicht zwischen 4 und 6 Millionen davon sind durch Luftverunreinigung verursacht. Das ist enorm. Das hatten wir nicht erwartet. Wo es viel Feinstaub gibt, wie in der Nähe von Flughäfen, ist es oft auch ziemlich laut. Und Lärm wirkt genauso wie Feinstaub auf Herz- und Blutgefäße. Eine Folge? Menschen, die Fluglärm ausgesetzt sind, leiden häufiger unter Bluthochdruck. Vor allem nächtlicher Fluglärm macht krank. In einer Studie wurden schon 2012 gesunde Studenten nachts mit Fluglärm beschallt. Das Ergebnis? Schon nach einer einzigen Nacht waren die Arterien der Probanden messbar versteift. Genau dasselbe passiert durch Feinstaub.
Das haben die Mainzer Forscher herausgefunden. Lärm und Feinstaub machen auf die gleiche Weise krank. Und zwar durch eine Entzündung an der Innenhaut der Blutgefäße. Eine Vorstufe von Arteriosklerose. Man muss also postulieren, wenn Lärm und Feinstaubbelastung zusammenkommen, dass über den gleichen Mechanismus der Prozess der Gefäßverkalkung drastisch beschleunigt wird. Derzeit sind der Dieselskandal und Fahrverbote das große Thema. Dabei geht es um Stickoxide, die wie Feinstaub von Verbrennungsmotoren ausgestoßen werden. Stickoxide reizen die Atemwege und sind vor allem für Lungenkranke gefährlich. Aber Labortests haben gezeigt, dass sie ein viel kleineres Problem sind als der Feinstaub. Es gibt Untersuchungen von einer Arbeitsgruppe aus Schottland, die klar gezeigt hat, dass Feinstaub oder Dieselabgas-Expositionen Gefäßschaden macht, Stickstoffdioxid-Expositionen keine Schäden macht. Das heißt, im Moment ist für mich der Hype um das Stickstoffdioxid relativ unklar und nicht nachvollziehbar. Beim Feinstaub sind nicht die Diesel problematisch, sie haben Partikelfilter. Aber Benziner blasen ungefiltert viel Ultrafeinstaub in die Luft. Erst seit September gelten für Neuwagen niedrigere Grenzwerte. Und das ist dringend notwendig, denn Studien liefern jetzt sogar Hinweise darauf, dass die Luftverschmutzung auch mit Demenzerkrankungen wie Alzheimer zu tun haben könnte. Wirksam reduzieren lässt sich der Feinstaub in der Atemluft nur durch politischen Druck. Wissenschaftler fordern deshalb strengere Grenzwerte. Die Grenzwerte, die wir in Deutschland haben, das ist 25 Mikrogramm pro Jahr für Feinstaubteilchen, die nicht überschritten werden darf, die ist viel zu hoch. Das ist eine krankmachende Grenzwert. Dieser Grenzwert muss runter. Sogar unter Präsident Trump sind die Grenzwerte in Amerika, die sind 12 und in Kanada ist es 10 und in Australien sind es 8 Mikrogramm und bei uns sind es 25. Die Werte für Feinstaub und auch Lärm zu senken, kostet Geld. Aber Menschen und die Umwelt brauchen saubere Luft und Ruhe zum Leben. Das sollte es uns wert sein. Wir machen Plasma im Verbrennungsraum und das Plasma, das wir dort erzeugen, das hat ganz tolle Wirkungen. Nämlich die Wirkung, dass Treibstoff gespart wird und weniger Abgase. Der Einstieg ist eigentlich in Deutschland der stärkste. Es hat der Westdeutsche Rundfunk, der Fuhrparkleiter, hat einen Test gemacht mit einem Skoda. Wir haben jetzt Tests bei einem Autohersteller gemacht. Die Zusammenfassung ist die, bei einem 2 Liter Benzinmotor, der 2019 auf den Markt kommt, haben wir 50% Stickoxide reduziert und 30 bis 99,8% Partikel. Und bei einem Camtogether habe ich in den nächsten 2 Wochen auch die Originalmessungen vom Autohersteller. Ich darf diese nicht veröffentlichen, aber wenn wir uns persönlich mal treffen, darf ich diese Werte oder kann ich diese Werte herzeigen. Beim Diesel gleiches, ca. 50% weniger Stickoxide und 50 bis 80% Partikel. Stellt sich sofort die Frage, könnten wir die Fahrzeuge in Deutschland nachrüsten, damit alte Fahrzeuge in die Stadt reinkommen dürfen? Yes, we can. Wir brauchen aber dazu den Hersteller, um die Elektronik zu verstellen. Gemeinsam mit dem Hersteller könnten wir Fahrzeuge, die 10 bis 15 Jahre alt sind, so nachrüsten mit dem BE Fuel Saver und einem weiteren Teil, dass die so saubere Werte haben wie Euronorm 6, die in die Stadt reinfahren dürfen. Ich zeige Ihnen jetzt das Messergebnis mit einem Fahrzeug, Baujahr 2019. Bei dem Hersteller haben wir sogenannte Zulassungsfahrten gemacht. Das sind Tests, sogenannte Real Drive Emission Tests, Tests, wo draußen in der Wirklichkeit durchgeführt werden müssen und nicht im Labor. Und ich musste hier die Messwerte wegnehmen. Ich darf nur die Balkengrößen herzeigen. Aber Sie sehen, Kohlenmonoxid ohne unseren Teil ist höher. CO2 ist leicht höher, ist ungefähr gleich. NOx, der gelbe Balken, ist gesunken. Da haben wir 50% weniger. Und das Schwarze, das sind die Partikel. Man muss sich vorstellen, dass so ein Auto
das wir hier gemessen haben, 1230 Milliarden Partikel pro Kilometer ausstößt. Also das kann man gar nicht fassen. Das ist 123 mit 10 Nullen dran an Partikeln wird von einem neuen Benzinerfahrzeug ausgestoßen. Und das haben wir mit unserem Teil um 75% abgesenkt, wobei hier noch keine Optimierung der Elektronik stattgefunden hat. Und das sind die Ergebnisse jetzt bei einem großen deutschen Automobilhersteller. Der Nachweis ist erbracht in der Automobilindustrie, das Produkt funktioniert. Und jeder, der das einbaut, hat Spritersparnis, tut was für die Umwelt und hat entsprechende Leistungssteigerung. Im Prinzip reicht ja der Finger, wenn man den Finger im Auspuff steckt, da braucht man keine Messgeräte. Der Auspuff ist dann nach einigen Malen tanken sauber und das dient ja auch unserer schönen Umwelt und wir atmen das ja wirklich selber auch ein. Also es liegt in unserer Verantwortung, dass wir wirklich die Leute darauf aufmerksam machen, dass die Autos eigentlich, was ja heute jeder weiß, wirklich große Dreckschleudern sind. Und letztendlich sollte jeder einen Beitrag dazu leisten, dass das sich irgendwann verändert, weil letztendlich betrifft es uns alle. Ja? Und wir haben da wirklich eine tolle Möglichkeit, mit diesen Produkten jetzt nicht nur die Abgase zu senken, sondern vor allem auch den Treibstoffverbrauch massiv zu reduzieren. Da gibt es ja ganz tolle Berichte mittlerweile von so vielen Seiten und auch von den Wiener Verkehrsbetrieben. Ohne dass ein Eingriff gemacht wird, schaffen wir ungefähr 50% bei den Stickoxiden, die derzeit diskutiert werden. Wenn der Hersteller an der Elektronik etwas verstellt, dann schaffen wir 90%, genauso viel wie die Chemie-Nachrüstung AdBlue. Und ob wir jetzt vom Düftet erreichen, das steht noch offen, dazu kann ich noch nichts sagen. Eine Einzelzulassung ist möglich. Wir haben das damals schon geschafft, dass zum Beispiel in Deutschland von roter Plakette, ich schaue mal, ob ich das finde, einzelne Kunden die grüne Plakette bekommen haben. Das hängt dann immer vom TÜV-Prüfer ab, ob er das erteilt. Also dieser Opel hatte vorher nicht die Erlaubnis, in die Stadt einzufahren in Deutschland, hatte die rote Plakette und hat dann mit unserem Stift die grüne Plakette erhalten. Das macht nicht jeder TÜV in Deutschland, aber es gibt durchaus TÜV-Prüfer, die die Abgasmessung anerkennen und sagen, das Auto ist sauber und erteilen das. Das war Audi, der hatte auch die rote Plakette und hat dann auch die grüne Plakette bekommen, um die Stadt einzufahren. Aber man muss, wie gesagt, einen TÜV-Prüfer erwischen, der für solche Dinge aufgeschlossen ist. Die meisten sagen, Zulassungspapiere sind gültig, alles andere gilt nicht. Also von 100 ist es nur ein Prüfer, der wirklich sagt, es ist wichtig, was hinten rauskommt und nicht wichtig, was am Papier steht. Als ich die Leistungsmessungen machen ging, das war bei uns, heißt das der CCS, Touring Club Schweiz, die machen solche Tests und vor allem, weil es ein 4x4 ist, den kann man nicht überall machen. Der hat den Test gemacht, derselbe Mann hat ihn schon vor ein paar Monaten, im Juli gemacht, der erste. Und dann hat er getestet und hat es verglichen, da sieht man es auf dem Bildschirm, was da geschehen ist, dann wollte er wissen, was ich gemacht habe. Dann habe ich es ihm erklärt, dann hat er gegrinst, hat mich schräg angeschaut und hat gesagt, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Da war ich so, das kann ich nicht verstehen. Das gibt's nicht. Und ich sag, ja, er hat ja die Messungen gemacht. Nicht ich. Er sieht's ja. Er sieht's ja. Und dann am Schluss im Gespräch wollte er eins bestellen. Physik.